Sehr gut, Dave, alle zusammen und willkommen wieder zur Live-Übertragung von Bhaktimagga Philosophie. Heute mit dem Thema Hinduismus, Pluralität in Einheit oder Einheit und die Vielfalt. Bevor wir auch anfangen, möchte ich eine kurze Wiederholung machen von der letzten Session. Einfach, dass ihr doch mitkommt, wenn ihr auch neu dazukommt. Dieses Mal wird es kürzer sein, die Wiederholung. Das letzte Mal war die Wiederholung ein bisschen länger, da die erste Session auf Zoom war und dadurch nicht übertragen wurde. Also, beim letzten Mal hatten wir betrachtet Hinduismus im Vergleich. Hinduismus im Vergleich, sprich die hinduistische Tradition im Vergleich zu der abrahamischen Tradition. Und wir haben das betrachtet, um eben uns den Geist frei zu machen von Vorurteilen, von falschen Ideen und haben dabei festgestellt, dass Hinduismus die gängige Idee von Religion übertrifft oder auch nicht in die gängige Definition von Religion reinpasst. Dabei hatten wir einige Merkmale erwähnt. Einige von denen war in erster Linie, dass das Wort Hinduismus gar nicht existiert, sondern generell Hinduismus ist die ewige, universelle kosmische Gesetzmäßigkeit, die ewigen universelle Religion. Ja? Sanatana Dharma. Das ist, was die eigentliche Definition von Hinduismus ist. Hinduismus ist ein geografischer Term. Dementsprechend, wenn es ewiglich ist, hat es keinen Anfang. Wenn es universell ist, ist es nicht für eine spezielle Gruppe, sondern nur einen Moment, ich muss kurz schauen, ob die Übertragung funktioniert. Irgendwie scheint hier was nicht zu funktionieren. Könnte mir irgendjemand auf dem Chat Bescheid sagen, ob ihr das Video bekommt oder ob es nicht funktioniert? Doch, sie funktioniert. Also alles gut, kann ich weitermachen mit der Übertragung. Bild und Ton sind synchronisiert und alles ist gut. Ja? Wenn mir bitte nochmal jemand auf dem Chat dazu einen Kommentar gibt, damit ich Bescheid weiß. Ich warte noch. Entweder es ist mein Computer, der hängt. Aber bei mir schaut es aus, als ob da irgendwie ein Problem wäre. Bei mir läuft alles gut, ja, alles okay mit dem Video, es funktioniert, läuft alles gut, doch super Technik, okay, gut, okay, danke schön, freut mich, dass es funktioniert. Ich wollte nur doppelt kontrollieren, dass ich nicht hier dann schlussendlich eine Stunde sitze und mir selbst spreche. Okay, wo waren wir? Kurze Zusammenfassung nochmal. Hinduismus, universelle, ewigliche kosmischen Gesetzmäßigkeiten, daher für jeder Mann, jeder Frau und ohne Gründer. Also wir haben in dem ersten Teil festgestellt, es waren einige Vergleichspunkte, warum Hinduismus nicht in die Definition der Religionen, wie wir sie kennen, reinpasst. Eins war,
Es hat nicht einen einzigen Gründer, nicht eine einzige Philosophie oder Idee und nicht eine einzige Schrift, sondern jeweils viele, viele Schriften, viele Philosophien, viele Ideen und viele Heilige, die immer wieder gekommen sind, um diese zu präsentieren. Das war ein Punkt, den wir angesprochen haben. Der zweite Punkt war, wir haben gesprochen über den Hinduismus nicht eine indoktrinierte Idee zu sein, sondern eine Idee des Sadhana Dharma, Sadhana, die Praxis, also Hinduismus in Bezug auf spirituelle Praxis, die uns hilft, uns zu entwickeln. Und durch diese Entwicklung haben wir gewisse Erfahrungen und durch diese Erfahrungen kommen wir schlussendlich zur Verwirklichung der Wahrheit oder das, was die Schriften beschreiben, der spirituellen Realitäten. Also eine Verwirklichung durch Praxis war der zweite Punkt, den wir angesprochen haben. Ein dritter Punkt, den wir angesprochen haben, ist, dass Hinduismus nicht auf historische Events basiert ist, sondern dass es mehr um eine innere Realität geht und nicht um eine äußere Realität, die mit Zeit in Verbindung steht, mit noch einem gewissen Zeitrahmen, sondern es geht um eine innere Realität und um die Botschaft, die darin ist und was sie mit uns macht, wenn wir über diese Botschaft und über diese Ideen reflektieren und meditieren. Das war ein dritter Punkt, den wir betrachtet haben. Und schlussendlich haben wir schlussgefolgert, dass Hinduismus eigentlich mehr dementsprechend als eine spirituelle Kultur bezeichnet werden kann, als wie eine Religion, dass sie wie eine Kultur sich viel entwickelt, immer viele verschiedene Gruppen gibt, viele verschiedene Ideen gibt und sich dauernd entwickelt, so auch der Hinduismus sich dauernd entwickelt, immer anpasst an die Gesellschaft, an die Zeit, vieles Ideengut in sich hält und daher ja, immer up to date ist sozusagen, ja. Also das war die erste Session in the nutshell, ja, ganz kurz zusammengefasst. Und dann sind wir weiterhin, wir haben schon letztes Mal einen Schritt weiter gemacht, in den Teil des Fundaments des Hinduismus, wo es heute weitergeht. Die ersten Slides werde ich dementsprechend auch wieder nur wiederholen in noch ganz kurzen Phase. Also, was war beim ersten? Das ging um das Fundament des Hinduismus. Wir haben gesprochen, dass so wie es in anderen Religionen eine Basis gibt, die alles zusammenhält, so gibt es das auch im Hinduismus. Ich habe das Beispiel eines Baumes gebracht, die Idee eines Baumes. Ein Baum hat Wurzeln und hat einen Baumstamm. Von da gehen dann gewisse Äste weg und Früchte. Ja? Im Hinduismus, was ist dieser Baumstamm? Was sind diese Wurzeln und diese Sache, die alles vereint? Gewisses Ideengut, so solche Ideen. Ich habe sieben aufgelistet. Die Idee eines ewiglichen göttlichen Selbst, Atma oder Seele, wie man es nennen würde in der christlichen Tradition, das Gesetz von Karma, Ursache und Auswirkung, das Gesetz der Reinkarnation oder Samsara genannt, dass jede Seele durch einen Zyklus der Reinkarnation geht, eben durch diese spirituelle Praxis. Das Leben ist eine Erfahrung, man kommt in die Welt, man lernt, man reinigt sich und entwickelt sich so lange, bis man Perfektion erreicht hat und schlussendlich Verwirklichung erreicht. Die Idee von Moksha eben. Verwirklichung, Befreiung, Befreiung aus diesem Zyklus von der Reinkarnation, Dharma, die Idee der rechtschaffenen Lebensform, wie soll ich leben, um eben ethisch korrekt zu sein, um mich geistig zu entwickeln und eine gesunde Gesellschaft zu unterstützen. Die Idee von Srishti und Pralaya, das ist die Idee der ganzen Schöpfung, dass die Schöpfung ein dauernder Zyklus ist, nicht ein konstante, nicht einmal
nicht ein einmaliges Event, sondern eine konstante Entwicklung, also Kreation, Auflösung, wie Frühjahr, Blumen wachsen, Sommer erhalten, Winter gehen sie zurück zur Erde, neuer Frühling kommt in einem konstanten Zyklus. So ist auch das ganze Universum in einem konstanten Zyklus und entwickelt sich immer und immer weiter. Und schlussendlich Brahman, die Idee des der göttliche Urgrund oder ein Urgrund, aus dem alles hervorkommt, der materielle und kausale Urgrund aller Existenz. Das waren die sieben Elemente, die ich erwähnt hatte. Ich hatte einen Merksatz dazu gesagt, damit man das nicht auswendig lernen muss, sondern damit es ganz normal Sinn macht. Die Idee von wer bin ich? Ich bin eine Seele, ein göttliches Selbst, das nach Brahman strebt, nach dem Höchsten strebt. Aber durch dieses Karma, durch diesen Rucksack des Karma, durch mein Gepäck an eine physische Realität, die dauernd im Zyklus ist, Srishti-Pralaya, gefangen ist, in dieser materiellen Welt bin ich in einem Zyklus der Reinkarnation. Und wenn ich aber nach Dharma lebe, wenn ich rechtschaffen lebe, werde ich schlussendlich dieses Karma loswerden, diesen Rucksack leeren und Moksha oder Befreiung erlangen. Das waren die Elemente, wie sie hier aufgelistet sind in einem Merksatz, der eigentlich von der Idee her logisch voll nachvollziehbar ist. Der letzte Punkt war, die Grundlage des Hinduismus beruht sich auf dem spirituellen Meister. Das erkennen jedoch nicht alle Hindus an, natürlich. Wie gesagt, Hinduismus ist die unendliche, ewiglichen, universellen Gesetzmäßigkeiten und daher ist die Idee eines spirituellen Lehrers jemand, der diese letzten Wahrheiten kennt, unumgänglich. Nur durch die Hilfe eines Lehrers, eines spirituellen Meisters, kann man schlussendlich sich auf diesem Weg wirklich bis zum Schluss fortentwickeln. Das ist die Idee, die in jeder großen Tradition des Hinduismus vorhanden ist. Jedoch, wie gesagt, viele leben nicht in irgendwelchen Traditionen oder verankerten Traditionen, sondern sind kulturell in dieser Kultur einfach aufgewachsen. Ja, das sind die sieben Grundfundamente, sieben Wurzeln, die den Baumstamm halten, an denen sich jeder Hindu irgendwie orientieren würde. Wahrscheinlich, wenn man mit irgendwelchen Indern spricht, die würden alle diese Ideen kennen und in gewisser Art und Weise nachvollziehen und auch zustimmen, dass sie an diese Ideen glauben. Wie gesagt, diese Ideen sind unendliche Ideen, ja, das sind alles Ideen des Sanatana Dharma, also alles ewigliche Grundsätze, ja. Aber das kommt später noch in der Philosophie, wenn wir weitergehen in einzelne Äste. Weiter haben wir eben, da wir jetzt über die Vielfalt im Hinduismus sprechen werden, haben wir eben erstmal dieser Grundsatz, einen Urgrund, an was haltet sich alles fest, definiert mit diesen sieben Grundsätzen oder acht, wenn man den spirituellen Meister mit einbezieht. Warum ist Hinduismus oder die indische Welt so divers und auch teilweise konfus? Wir haben uns letztes Mal kurz die Geschichte des Hinduismus angeschaut, durch wie viele Entwicklungen er ging, wie viele Einflüsse es da gab. Kurz die Geschichte, Kali-Yuga, ein Zeitalter, über das wir noch sprechen werden, natürlich auch wieder. Das heißt, dass wenn dieses eiserne Zeitalter eintritt, ist das Bewusstsein des Menschen mehr und mehr in die Materie verankert. Dadurch ist Korruption, Egoismus und so weiter mehr und mehr vorhanden. Dadurch haben sich neue Kulturen entwickelt, wie der Buddhismus, Jainismus und so weiter. Dann gab es
Wiederaufstiege von Vaishnava-Traditionen, Saivai-Traditionen, die die vedische Kultur wiederbelebt haben. Dann gab es islamische Invasionen, die über 800 Jahre geherrscht haben. Dann gab es die britische Herrschaft für fast 200 Jahre oder eigentlich 100 Jahre. Und all das hat natürlich Indien und den Hinduismus beeinflusst. Nichtsdestotrotz gibt es den Hinduismus immer noch, ist dieses Denkensgut immer noch präsent. Warum? Weil es eben Sanatana ist. Es ist unendlich, es ist universell und es kann nicht zerstört werden, weil es sind Grundsätze, die eigentlich, wenn wir betrachten, spirituelle Grundsätze sind, die wir in jeder geistigen, spirituellen Tradition finden werden, wenn wir genauer hinschauen. Okay, das war alles noch Teil der letzten Session. Wir hatten dann eben diesen Schlüsselvers der Rig Vedas erwähnt, der eigentlich das Bild des Hinduismus sehr gut darstellt. Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti heißt so viel, es gibt eine große Wahrheit, eine letzte Wahrheit, doch die Weisen sprechen über diese eine Wahrheit in vielerlei Art und Weisen. Ja, ich hatte das Beispiel gebracht mit einem Elefanten und die vier blinden Personen, die diesen Elefanten begegnen. Der eine, der seinen Schwanz nimmt und sagt, oh, das ist eine Bürste. Der eine, der vorne dran geht an den Rüssel und sagt, nein, das ist ein Schlauch. Und der dritte, der an sein Bein geht und das Bein fühlt und sagt, nein, das ist eine große Säule. Und der vierte, der an seinen Körper geht, des Elefanten, und sagt, nein, das ist ein großer, warmer Stein. Jeder dieser Blinden nimmt jetzt wahr, was er wahrnimmt und glaubt natürlich auch, dass er richtig liegt. Und wenn es ganz daneben geht, fangen sie jetzt an zu argumentieren und vielleicht sogar zu streiten, wer Recht hat. Weil jeder nimmt etwas wahr und jeder ist sich sicher, dass er das Richtige wahrnimmt. Schlussendlich nimmt aber keiner die Fülle wahr. Keiner nimmt die Fülle des Elefanten wahr, jeder nimmt nur einen Teil davon wahr. Und das ist die Idee, die im Hinduismus auch vorhanden ist. Es gibt eine große Wahrheit, eine Realität, einen großen Gott, eine Wirklichkeit, eine Wahrheit, einen Gott. Aber die Ausdrücke dieser einen großen Wahrheit, die Facetten dieses einen großen, allmächtigen Gottes, dieser allumfassenden Realität, ist vielfältig. Ja? Eine Einheit in der Vielfalt oder eine Vielfalt in der Einheit. Das ist die Idee, die den Hinduismus sehr schön definiert. Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. Die Wahrheit ist eine und die Weisen sprechen von dieser einen Wahrheit in vielen Arten und Weisen. Darauf ist unsere heutige Lesson bezogen. Der Hinduismus gründet sich auf viele Philosophien, viele verschiedene Gottheiten, viele verschiedene Ideen und Konzepte, die wir heute betrachten werden. Und es geht immer wieder auf diesen einen Schlüsselvers zurück. Ekam Sat, eine Wahrheit, Vipra Bahuda Vadanti. Und die Weisen sprechen von dieser einen Wahrheit in vielen Arten und Weisen, viele Aspekte dieser einen großen Realität. Ja, soweit, so gut. Wir hatten auch noch diesen Teil betrachtet das letzte Mal. Also die Struktur des Hinduismus, wie ich vorhin erwähnt hatte, der Baum, das Bildnis des Baumes, Wurzeln, Baumstamm und dann Äste. Wir hatten erwähnt, die Wurzeln, diese sieben bis acht Grundkonzepte des göttlichen Selbst, das nach dem Höchsten strebt,
wegen des Karmas gebunden ist an eine materielle Welt und dadurch immer wieder in einem Zyklus der Reinkarnationen ist, aber durch rechtschaffene Lebensform, durch das Dharma schlussendlich Befreiung erlangt und das Höchste erreicht. Ja? Diese Grundkonzepte, wie erreicht man das? Durch eine Führung eines verwirklichten Meisters, der einen schlussendlich die letzten Instruktionen und die letzte Verwirklichung geben kann. Man kann viel selbst machen, aber die Hilfe eines Lehrers, der den Dschungel kennt, den Dschungel der spirituellen Welten kennt, ist wichtig, weil wir uns sonst im Dschungel verirren oder von wilden Tieren gefressen werden. Ja. So, das waren die Wurzeln und der Baumstamm. Was sind Äste? Verschiedene Äste sind eben Vaishnavismus, Saivismus, Shaktismus, Smarta-Tradition. Verschiedene Ideen. Ja, ich hatte das letzte Mal die Idee des Christentums gebracht, wo ich gesagt habe, der Baumstamm und die Wurzeln sind Jesus Christus als der Gründer, die Bibel als sein Fundament, er, der gelebt hat, am Kreuze gestorben ist für unsere Sünde, auferstanden ist am dritten Tage und die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist ein Grundprinzip. Jeder Christ stimmt dem zu. Jetzt gibt es verschiedene Äste, die weggehen. Katholiken, Protestanten, Anglikaner, Orthodoxe und so weiter und so fort. Alle haben die gleiche Grundidee des Baumstammes und der Wurzeln, legen jetzt aber diese Idee Jesu Christi anderweitig aus. So ist es auch im Hinduismus. Diese Grundideen von dem göttlichen Selbst, von Absoluten, vom Karma, von der Reinkarnation, vom rechtschaffenen Lebensweg, um schlussendlich Befreiung zu erlangen. Jeder nimmt diese Konzepte an, hat aber verschiedene Interpretationen und Zugänge. Ekam Sat, eine Wahrheit, Viprahabhutvadanti, viele verschiedene Zugänge und Arten und Weisen. Also, Vaishnavismus ist die Idee von Narayana, Narayana, Krishna, Vishnu, Vasudeva. Es ist eine Form Gottes, ein Aspekt Gottes, verbunden mit vedischen Offenbarungen. Ich werde heute noch nicht in Detail reingehen. Ich gebe euch nur einen kurzen Einblick in die Vielfalt dieser Einheit. Dementsprechend, die heutige Lecture ist wirklich in Bezug auf, dass man eine Idee kriegt, was bedeutet diese Vielfalt in der Einheit. Ja? Deswegen werde ich einfach viele Ideen einfach nur hinschmeißen, ohne sie wahrscheinlich zu einer Schlussfolgerung zu bringen oder zu sagen, und das ist, was wir jetzt in Bhakti Marga glauben oder andere Wege groß kommentieren. Ja, ich werde sie einfach nur dahinschmeißen. Es sind wahrscheinlich auch einige Begriffe dabei, die für viele Spanisch sind oder besser Sanskrit, ja, und unverständlich sind. Kein Problem. Wir werden einige dieser Themen in zukünftigen Kursen, in zukünftigen Lectures weiters betrachten und dann vertiefen. Jetzt geht es darum zu sehen, die Vielfalt in der Einheit. Okay? Also, Vaishnavismus ist ein Ast, wo Narayana, Krishna, Vishnu, Vasudeva verehrt wird. Es bezieht sich hauptsächlich auf die vedischen Schriften, auf die vedischen Offenbarungen. Dann gibt es Saivismus. Saivismus ist, wo Shiva verehrt wird. Shiva, diese Schriften sind eher auf die Agamas ausgerichtet. Das sind andere Schriften. Wir werden über die Schriften an einem späteren Zeitpunkt sprechen. Aber auch auf die Veden. Shaktismus ist die Idee der göttlichen Mutter. Ja, die göttliche Mutter, die das Allumfassende ist. Auch ausgerichtet auf gewisse Schriften, die Agama-Shastras. Und Smarta-Tradition, die verschiedene Formen Gottes verehrt, schlussendlich sehr in Advaita verankert ist. Advaita ist eine bestimmte Philosophie, die wir uns nachher noch betrachten werden. Heißt eigentlich
die Idee der Non-Dualität. Ja? Aber was ich hier zeigen will, es sind einfach viele verschiedene Traditionen und das sind nur vier Haupttraditionen. Ja? Es gibt noch viele, viele andere auch im Hinduismus, in der hinduistischen Struktur. Ganz unten der letzte Punkt sagt, die meisten Hindus gehören zu keiner dieser Kategorie. Damit ist gesagt, dass die meisten Hindus, wie ich vorhin erwähnt hatte, in einer in Indien aufwachsen, in einer indischen Kultur aufwachsen, aber ohne in einem dieser Strukturen verankert zu sein. Das heißt, sich weder zu einem oder zu anderen dieser Traditionen zu bekennen. Man ist einfach ein Hindu, man geht in den Tempel, macht gewisse Rituale, weiß vielleicht gar nicht, was man macht, hat sich auch nicht groß drüber Gedanken gemacht, wie in jeder Religion auch, gibt es einfach Menschen, die folgen, die Religion nicht aus tiefer Überzeugung, sondern einfach nur als eine Tradition. Ja, wie auch im Christentum, man geht zur Kirche zu Ostern und zu Weihnachten, man steht hinten in der Ecke und wartet, bis man nach der Messe sich mit Verwandten trifft. Ja, so gibt es das auch in der indischen Tradition, also nicht wirklich verankert in einen dieser großen, wichtigen Haupttraditionen. Okay? Hier kurz bildhaft dargestellt, einfach nur das Bild von ganz auf der linken Seite, Vaishnavismus, das ist Vishnu, die Form Vishnus, dann in der Mitte Shaktismus, eine Form der göttlichen Mutter und das letzte Saivismus, eine Form von Shiva. Ja, Shiva ist meistens der am meisten bekannt ist, aber die anderen sind genauso wichtig. Ja? Das sind einfach nur Eindrücke. All diese verschiedenen Gottheiten und Ideen, das ist nur eine Darstellung, das ist nur ein Aspekt davon. Wieder jeder dieser Aspekte hat eine Vielzahl von Aspekten, Formen, Namen und Gesichtern. Ja? Also, eine Vielfalt in der Einheit. Eine Vielfalt in der Einheit. Ekam Sat Vipraha Bahut Vadanti. Eine Wahrheit. Die Weisen sprechen von dieser in vielen Arten und Weisen. Okay, soweit, so gut. Also, ganz ein wichtiger Punkt, nur um das mit der Struktur ein bisschen abzuschließen, mit irgendetwas, was vielleicht für einige ein Anker sein kann. In der christlichen Tradition glaubt man an einen großen Gott, so glaubt man auch in der indischen Tradition an eine absolute Wahrheit und Realität. Der Unterschied ist der, dass man glaubt, dass diese eine große Wahrheit unendlich viele Aspekte hat, unendlich viele Namen hat und dementsprechend die verschiedenen Gottheiten zum Beispiel Aspekte dieser einen Wahrheit sind und wenn ich mich zu einem dieser Aspekte hingezogen fühle oder mich mit einem dieser Aspekte verbinde, dann ist das, ich verbinde mich mit einem Aspekt, mit einer Qualität des Absoluten und die wird dadurch mehr und mehr in mir erwachen und wird mir helfen, dieser absoluten Wahrheit näher zu kommen. Ganz einfach ausgedrückt. Konzepte von Gott. Also Gott ist wieder, die Idee Gottes ist nicht eine einheitliche Idee, wo jeder sagt, so ist es und nicht anders. Es gibt, wie gesagt, viele Traditionen, die über Gott sprechen und die Diskussion auch immer wieder dasteht, ist Gott persönlich mit Form und Attributen oder ist Gott unpersönlich ohne Form und ohne Attribute?
Ja, ich wirf's einfach hin, ohne es jetzt groß zu kommentieren, was wir in Bhakti Marga glauben, sondern einfach nur, es gibt diese beiden Ansichten im Hinduismus und die sind wie Tag und Nacht. Der eine sagt mit Form, der andere sagt ohne Form, der eine sagt mit Attribute, der andere sagt ohne Attribute. Beide gehören der gleichen Basis an, die wir Hinduismus oder Sanatana Dharma nennen würden. Eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, die in vielen Arten und Weisen betrachtet wird. Ist Hinduismus monotheistisch oder ist Hinduismus polytheistisch? Also monotheistisch würde heißen Mono, eins, Theos, Gott, also ein Gott. Die bekanntesten monotheistischen Religionen sind natürlich die abrahamischen Religionen, von denen wir im letzten Kurs gesprochen haben. Christentum, Judentum, Islam, das sind die bekanntesten, klarsten monotheistischen Traditionen. Und oft wird eben von diesen Traditionen auch gesagt, dass Hinduismus eben ein Polytheismus ist, wo eben Götzen verehrt werden oder auch Paganism. Ja? Dem ist eben nicht so. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, Hinduismus ist ein Monotheismus, weil Hinduismus eben in eine große Wahrheit, sich auf eine große Wahrheit bezieht. Eine Wirklichkeit, ein Gott. Ja, Mono, eins, Ekam, Sat, eine Wahrheit. Das ist Monotheismus und nicht Polytheismus, wo viele Götter drin sind. Dennoch gibt es auch Hindus, die sagen würden, nein, Hinduismus ist ein Polytheismus, weil wir haben, im Hinduismus gibt es über 3 Millionen verschiedene Aspekte Gottes. Ja, deswegen, klar, könnte man sagen, es ist ein Polytheismus. Verschiedene Gottheiten und Naturgötter und all die Sachen sind alles Teil, die im Hinduismus präsent sind. Ja, Gott ist allgegenwärtig. Er ist in der Luft, er ist im Baum, er ist im Feuer, er ist im Wasser, er ist überall. Deswegen könnte man sagen, ja, es ist polytheistisch, es ist monotheistisch. Wie doch, wer hat Recht, ist dahingestellt. Ja? Ist es der Blinde, der am Schwanz des Elefanten steht, oder ist es der Blinde, der vorn am Rüssel des Elefanten steht? Beide sind, beziehen sich auf eine große Wahrheit und versuchen, den Elefanten zu sehen. Ist Gott in der Schöpfung, also wie gesagt, ist er die Natur selbst? Oder ist er auch jenseits der Schöpfung präsent? Ja, wenn Gott in der Natur ist, das ist Pantheismus. Pantheismus heißt, Gott ist das Universum. Die Kreation ist Gott. Ja, ein sehr bekanntes Gedankengut. Viele Menschen folgen dem, ich finde Gott in der Natur. Gott ist für mich die Natur. Ja. Im Thomas-Evangelium wird gesagt, spalte ein Stück Holz und ich bin da, hebe einen Stein und du wirst mich finden. Ja, ich brauche keine Häuser aus Holz und Stein. Diese Idee ist Gott allgegenwärtig. Ja, in der indischen Tradition glaubt man, Gott ist allgegenwärtig, aber wenn man es genau definieren würde, würde man sagen, es ist nicht ein Pantheismus, sondern es ist ein Panentheismus. Panentheismus ist, wie das Wort, das da steht, bedeutet so viel, Gott ist alles durchdringend in der ganzen Welt, im Universum präsent, aber er ist auch jenseits davon. Er ist im und jenseits der Kreation. Das ist Panentheismus und das würde ich sagen, ist die exakteste Definition des Hinduismus. Bei Monotheismus, wie gesagt, könnte man darüber streiten. Panentheismus, glaube ich, würde es gut beschreiben. Es gibt eine große Wahrheit, eine allumfassende Realität, die alles durchdringt, aber die auch jenseits davon ist. Gott ist
allgegenwärtig in der Schöpfung, aber auch jenseits davon. Das ist die Idee des Panentheismus. Die meisten Menschen kennen nur den Begriff nicht. Dementsprechend, wir hatten Monotheismus, Polytheismus, Pantheismus, Panentheismus. Die Idee ist, eine Göttlichkeit präsent in allen Lebewesen. Ja, ist die Natur belebt? Ist Gott auch präsent im Baum, in der Pflanze, im Tier? Ja, da kommen gewisse Ideen dann in Verbindung mit dem, über den wir in späteren Lektionen sprechen werden, wie das Gesetz von Ahimsa zum Beispiel. Gewaltlosigkeit, die Idee der Gewaltlosigkeit. Gott ist allgegenwärtig, er ist überall präsent, dementsprechend sollte man andere Wesen nicht verletzen oder anderen Wesen nicht Leid zufügen. Dementsprechend auch, wie lebe ich mein Lebensstil, meine Essensgewohnheiten, ein vegetarischer Lebensstil und so weiter und so fort. Ja. Und der letzte Punkt, Avatare. Avatar ist nicht der Film Avatar. Avatar heißt so viel wie göttliche Inkarnationen. Wieder, kommt Gott auf diese Welt, nimmt Gott eine Form an aus Fleisch und Blut, und wenn er das macht, wie viele solche göttlichen Inkarnationen gibt es? Wer ist ein Avatar? Wer ist nicht ein Avatar? Das sind alles Konzepte, die im Hinduismus präsent sind, Konzepte über Gott, die vielfältig sind, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, wo es nicht unbedingt eine einzige gibt, nicht ein Monopol, eine Exklusivität, wo jemand sagt, das ist es und nichts anderes. Kurz zu den Avataren. Avataren sind göttliche Inkarnationen und deswegen zum Beispiel speziell in unserer Tradition, in der Vaishnava-Tradition, im Bhakti-Maga, ist die Idee, ja, Gott nimmt eine menschliche Form an, kommt immer wieder in die Welt, um die Botschaft zu bringen, um dieses allumfassende Wissen zu bringen. Wie oft er kommt, unzählige Male wird in gewissen Schriften beschrieben. Dementsprechend wieder, wenn ich zurückspringe auf die erste Lektion, wo wir Unterschiede zwischen Hinduismus und Christentum betrachtet haben, wäre da wieder ein kleiner Unterschied, wo man sagt, man glaubt an Jesus Christus, man glaubt auch im Hinduismus, dass Jesus Christus eine göttliche Inkarnation ist, ja, das Wort wurde Fleisch, aber man glaubt nicht, dass er die einzigste göttliche Inkarnation war, sondern man glaubt, dass Gott immer wieder auf die Welt kommt, in verschiedenen Zeitaltern, in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Orten und die Botschaft immer und immer und immer wieder bringt. Ja, das sind die Ideen. Deswegen, wenn man in einen indischen Haushalt geht, speziell in Mauritius, wo Paramahamsa Vishwananda herkommt, wo die Religionen sehr eng aufeinander leben, wenn man in einen indischen Haushalt geht, wird man ganz einfach ein Bildnis von Krishna und Rama, göttliche Inkarnationen, sehen und gleichzeitig ein Bildnis von Jesus Christus und Mutter Maria, weil eben es ist eine Wahrheit, es ist sehr einschließend, es hat alles Platz im gleichen Gedankengut. Ja, Ekam Sat, eine Wahrheit, Einheit und dann die Vielfalt. Viele Gedankengüter, viele Schriften und viele große Meister, die dieses Wissen gebracht haben. Okay? Weiter. Wege zu Moksha. Was sind die Wege, die wir was sind Wege zur Befreiung? Wege zur Befreiung haben wir Yoga. Jeder Mensch kennt Yoga. Wenn man sich über Hinduismus nicht auskennt, Yoga kennt jeder Mensch. Ja, sogar jede Oma kennt Yoga, hat vielleicht sogar schon Yoga praktiziert. Im Yoga, was heißt Yoga generell? Yoga in der Essenz heißt Vereinigung und jeder Yoga-Weg versucht eben Befreiung zu erlangen. Befreiung von der falschen Wahrnehmung, dieses limitierte Ich,
mit dem absoluten höheren Selbst zu vereinen. Das ist die Essenz des Yogas. Ja, und es gibt verschiedene Yoga-Wege. Und hier sind einige aufgelistet, wieder um diese Vielfalt in der Einheit aufzuzeigen. Eines davon ist Bhakti-Yoga. Bhakti heißt so viel wie Liebe und Hingabe. Prabhati, der Weg der Zufluchtnahme, wo man durch Liebe und Hingabe Zuflucht zu Gott nimmt, Zuflucht und dadurch durch Liebe und Ergebenheit sich auf die Gnade des Absoluten verlässt. Eine Form der Befreiung. Jnana Yoga, der Weg der Kontemplation. Jnana heißt Kontemplation und Wissen. Der Weg der Kontemplation, der Selbsterforschung, der Unterscheidung, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle und so weiter und so fort. Gewisse Prozesse, die man über diesen Weg der Kontemplation und der Studieren der Schriften macht und dadurch mehr und mehr höhere spirituelle Verwirklichungen erreicht, bis man ganz frei ist. Dhyana. Dhyana heißt so viel wie Meditation. Meditation, Dhyana Yoga oder Raja Yoga. Raja ist der König, also der königliche Pfad des Yogas, auch bekannt als Ashtanga Yoga, der achtgliedrige Pfad. Der achtgliedrige Pfad, wir werden darüber in späteren Sessions mehr sprechen, ja, wo es sehr viel über Meditation, Konzentration geht, um schlussendlich Samadhi, ja, diesen Überbewusstseinszustand zu erreichen. Und Karma-Yoga. Karma-Yoga, der Weg des Handelns, der Weg des Dienens. Dienen mit Losgelöstheit, ohne Anhaftung an die eigenen Früchte. Und dadurch, indem ich handle und nicht an meine Früchte anhafte, werde ich mehr und mehr auf das Ich verzichten und mich mehr und mehr auf die anderen fokussieren. Und umso mehr ich auf das Ich mir und mein Verzicht, umso mehr ich das auf die Seite lege, umso mehr kommt diese wahre Realität zum Vorschein. Und auch das ist ein Weg der Befreiung. All diese Wege, wieder wie alles andere, was ich gesagt habe, muss nicht unbedingt ein separierter Weg sein. Man ist entweder auf dem oder entweder auf dem. Nein, es sind oft Zusammenflüsse von verschiedenen Einflüssen. Ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. All das hängt zusammen. Wie gesagt, es ist eine Einheit und in dieser Einheit ist eine Vielfalt. Eine Vielfalt in Bezug auf Konzepte, was Gott ist, wie man Gott sieht, Konzepte, wie man einen verwirklichten Zustand erreichen kann. All das ist vielfältig und nicht nur ein Weg, sondern Ekam Sat, eine Wahrheit, Vibra Bahuddha Vedanti. Die Weisen sprechen von vielen, sprechen von dieser einen Wahrheit in vielen Achten und Weisen. Das ist auch einer davon. Okay? Weiter, Tantra. Tantra ist auch ein Weg im Hinduismus für diejenigen wahrscheinlich, die bisher sich gelangweilt fühlten und beim Einschlafen waren. Die sind jetzt putzmunter und wach, weil immer wenn das Wort Tantra fällt, werden alle gleich, was Tantra? Ja, Tantra, was ist Tantra? Weil wir in der westlichen Idee von in der westlichen Welt eine Idee von Tantra haben. Wir denken Tantra und haben gleich die Idee von Sexualität. Aber Tantra ist in der Essenz, Sexualität hat schon was mit Tantra zu tun, aber ist ein kleiner Teil. Tantra geht es eigentlich darum, die materielle Welt zu vergöttlichen. Das heißt, wenn ihr an einen Tempel geht und die Rituale, die in einem Tempel stattfinden, die Verehrung von den Murtis, von den Vigrahas oder Detis, für diejenigen, denen das Wort nicht sagt, Statuen, ja, das sind eben keine Statuen, sondern diese Statuen, diese Formen aus Metall
oder Stein oder Holz, eine inanimate, eine unbewusste Substanz, Materie, die durchdrungen ist von dieser Allkraft, durch gewisse Rituale, durch gewisse Mantren, durch gewisse heilige Anrufungen, durch gewisse Wortschwingungen, Mantras, Wortschwingungen, durch gewisse Mudras. Mudras sind gewisse Körperstellungen oder Fingerstellungen, die eine gewisse Vibration erzeugen. Durch gewisse Yantras. Yantras sind geometrische Formen, die eine gewisse Schwingung enthalten. Also eine Verbindung von Mantra und Yantra kreiert schlussendlich Tantra. Ja? Durch diese Anrufungen, durch diese Energetisierung der Materie wird auf einmal diese allumfassende, durchdringende Kraft erweckt. Das heißt, eine Materie, ein materielles Objekt oder die materielle Welt wird auf einmal vergöttlicht. Auch im Kundalini-Yoga, alles was mit Yoga zu tun hat, es geht darum, den Körper zu transzendieren und zu vergöttlichen. Und das ist der Teil, wo Tantra in der westlichen Welt mit Sexualität verbunden wurde. Aber eigentlich geht es darum, eine Vereinigung von Shiva, dem Überbewusstsein, und Shakti, der allumfassenden kreativen Energie. Wenn die zwei sich vereinigen, ist das Ganze kreative Energie und absolutes Bewusstsein. Das ist die Idee, eine Vergöttlichung von der materiellen Welt dementsprechend. Eine Verehrung in einem Tempel ist eine Form von Tantra. Das Singen von Mantren in Verbindung mit Yantras, mit geometrischen Formen, die Verehrung von Yantras, das ist Tantra. Die Arbeit an den Chakren, an den Energiezentren des Körpers und der Kundalini, diese Urkraft, diese Schöpferkraft, die in jedem von uns herrscht. Diese Arbeit mit dieser Urkraft und mit diesen Energiezentren ist auch eine Form von Tantra. Ich habe das nur hier hinzugefügt, einfach um ein größeres Bild zu geben, was Tantra eigentlich ist und wieder, was der Mensch daraus gemacht hat oder was der Westen daraus gemacht hat. Wir werden das später sehen, wenn wir über Yoga sprechen. Ja? Yoga ist heutzutage eine Multimillionen Dollar oder Euro Geschäft, aber eigentlich, was ist die Essenz des Yoga? Die Essenz des Yoga ist, einen befreiten Zustand zu erreichen. Yoga ist nicht Dienstag und Donnerstagabends eine Stunde, sondern Yoga ist ein Lebensweg, ist ein Lebensstil. Ja? Das Wort Yoga heißt Vereinigung. Einfach nur Anregungspunkte, aber es geht schlussendlich heute darum, die Vielfalt in der Einheit zu sehen. Okay? Dann nächster Punkt. Der nächste Punkt ist soziale Aspekte. Also soziale Aspekte. In der altindischen Tradition, in der vedischen Tradition, gibt es vier Hauptstufen des Lebens, sogenannte Ashramas. Chatur Ashram, vier Ashrams, also vier Lebensabschnitte. Der erste Lebensabschnitt, durch den eine Person normalerweise geht, oder in der altoptimalen vedischen Tradition gehen würde, ist die Brahmachari, Brahmacharya Ashram. Diese Phase des Brahmacharis, wo ein Kind in die Studentenjahre kommt. Das heißt, normalerweise in der altindischen Tradition wurde ein Kind zur Schule geschickt, nicht zur Schule, morgens zur Schule, abends zurück nach Hause, sondern ein Kind wurde für 12 Jahre, wenn es reif war, in welchem Alter, gibt es unterschiedliche Ansagen oder unterschiedliche Referenzen,
Wenn ein Kind bereit war, ging ein Kind normalerweise 12 Jahre in einen Ashram mit einem Guru, mit einem Lehrer und hat in dieser Zeit studiert, kam immer wieder zurück für gewisse Feiertage und so weiter, aber hat dann in einem Ashram gelebt und wurde von diesem spirituellen Lehrer erzogen, hat die weltlichen Wissenschaften gelernt und auch über geistige Wissenschaften gelernt. Das ist die erste Phase. Nach dieser ersten Phase geht ein Mensch über in eine zweite Phase. Die Person hat jetzt ein Alter erreicht, wo es erwachsen ist und ein Haushälter wird. Das heißt, man nimmt einen Haushalt auf, nimmt soziale Pflichten wahr und dient der Gesellschaft durch seine Familie, durch sein Engagement in der Gesellschaft, durch soziale Arbeit, Großziehen der Kinder im richtigen Geiste und so weiter und so fort. Wenn diese Zeit vorüber ist, nachdem man diese Haushälterzeit vollbracht hat und die Kinder erwachsen sind, die Kinder jetzt in diese Haushälterphase eindringen, gehen die Menschen in eine dritte Phase. Die dritte Phase ist die Vanaprashta-Phase. Vanaprashta ist die Phase, wo man sich jetzt von den weltlichen Verantwortungen zurückzieht. Ja, man hat seine Pflicht an die Gesellschaft erledigt und jetzt kann man sich zurückziehen und sich wieder mehr auf sich selbst besinnen. Und dann gab es die letzte Phase und die letzte Phase ist die Phase von Sannyas, vollständige Entsagung, wo man sich dann auf höhere geistige Ideen fokussiert hatte. Also ich wiederhole, in sozialem Aspekt gibt es vier verschiedene Ashrams, vier verschiedene Lebensabschnitte. Der erste die Lernphase als Brahmachari, die zweite als ein Haushälter, Grihastha, die dritte Phase als ein, wo man sich den Verantwortungen zurückzieht, mehr und mehr Rückzug wieder, Vanaprashta und schlussendlich die totale Entsagung, Sannyas. Ja. Sannyas ist diese Phase, wo man in den altindischen Geschichten hört, wo der König das Königreich abgegeben hat und sich in den Wald zurückgezogen hat, um auf das Höchste zu meditieren, um Verwirklichung schlussendlich zu erreichen. Das sind die vier hauptsozialen Aspekte. In Verbindung mit diesen gibt es die Purusharthas oder Ziele. Mit diesen vier Lebensabschnitten sind verschiedene Lebensziele verbunden. In der ersten Lebensphase des Brahmacharis, des Studenten, ist das Hauptziel Dharma. Dharma, wie wir schon vorhin erwähnt haben, in dem Fundament vom Hinduismus, spricht von einer Lebensform, von Rechtschaffenheit. Wie soll ich leben? Was ist die richtige Form des Lebens? Was ist rechtschaffen und was ist nicht rechtschaffen? Das heißt, in der ersten Lebensphase lernt man hauptsächlich Dharma. Wenn ein Kind in einen Ashram ging, zu einem Guru, hat es, wie gesagt, weltliche Wissenschaften gelernt, aber immer in Bezug und hauptsächlich auch über Dharma gelernt. Was ist rechtschaffen, spirituelle Wahrheiten, Ethik und so weiter und so fort, wurde diesem Kind oder diesem Student mitgegeben. Nachdem diese Erziehung stattfand, geht dieses Kind jetzt, das ein Erwachsener wurde, in die zweite Phase des Haushälters. Und im Haushalt gibt es andere Ziele, weitere Ziele. Und da gibt es jetzt die zwei Ziele, Artha und Kama. Artha heißt so viel wie Wohlstand. Das heißt, wenn ich ein Haushälter bin, ist es Teil eines Haushälters, ist es einen gewissen Wohlstand zu generieren. Ja? Für die Familie ein stabiles Leben zu generieren,
einen Platz, wo man leben kann, genügend materielle Güter, genügend zu essen. Und einfach darf man diesen Lebensstil auch an sich an diesen Lebensstil auch erfreuen, an dem Wohlstand als Haushälter. Es ist Teil des Zieles, sich Wohlstand anzueignen, um sich an diesem Wohlstand zu erfreuen und diesen Wohlstand natürlich auch mit der Gesellschaft zu teilen. Weil jedes Ziel, welches nach dieser ersten Phase des Studenten kommt, ist immer verbunden mit der Idee von Dharma, Rechtschaffenheit. Dementsprechend Wohlstand ist sehr wohl erstrebenswert, aber nur in Bezug mit Rechtschaffenheit. Ein dharmischer Wohlstand, ein rechtschaffener Wohlstand. Wenn ich andere Menschen dafür betrüge und mich dadurch bereichere, das ist nicht der Wohlstand, von dem die vedische Tradition spricht, sondern es spricht von einem rechtschaffenen Wohlstand. Das gleiche gilt für Karma, Begierden oder Wünsche, Sinnesfreuden und so weiter. Wenn ich ein Haushälter bin, ist es absolut okay, die Welt und die Umwelt, mich an der Welt zu erfreuen, an der Schönheit der Welt, an der Schönheit einer Beziehung, einer Familie, und an den Gütern und den Geschenken der Welt mich zu erfreuen. Das ist absolut okay, wieder in Bezug auf Dharma. Begierden in einer rechtschaffenen Form. Nicht Begierden, die anderen Leid zufügen. Nicht Begierden, die animalistisch sind und so weiter und so fort. Sondern sich am Leben erfreuen, Wünsche erfüllen, aber immer mit Rechtschaffenheit. Ich wiederhole, in der ersten Lebensphase des Studenten lernt man hauptsächlich die Idee von Dharma, was ist Rechtschaffen, Ethik. In der zweiten Phase als Haushälter, sind die Ziele Wohlstand und Begierden im Bezug zu diesem Dharma, im Bezug zu dieser Rechtschaffenheit. Und dann in der dritten Phase, als Vanaprashta, wo man soziale Pflichten erfüllt hat und sich aus dem Sozialen wieder zurückzieht, da lässt man jetzt mehr und mehr diesen Wohlstand und diese Sinnesbefriedigungen wieder los und zieht sich nicht nur aus der äußeren Welt zurück, von der Umwelt, sondern auch von diesem Wohlstand und von diesen Begierden. Es ist eine Phase, wo man mehr nach innen geht und sich vorbereitet für die letzte Phase, Sannyas, die totale Entsagung. Und in dieser Phase ist es das Ziel, Befreiung zu erlangen, Moksha. Befreiung von der Illusion, Befreiung von Karma, Befreiung von der Limitation und dieses spirituelle Erbe in sich zu erlangen, diese Göttlichkeit in sich zu erkennen, die Beziehung mit dem Allumfassenden zu erkennen und so weiter. Das ist die letzte Lebensphase. Moksha, Befreiung. Okay? Das waren die vier Lebensaspekte in Bezug zu den vier Zielen. Am Anfang Lernphase, Rechtschaffenheit lernen, in der Haushälterphase soziale Pflichten erfüllen, Wohlstand und Begierden sind das Ziel in Bezug zu Rechtschaffenheit. In der dritten Phase ziehe ich mich zurück von diesem Wohlstand und Begierden und in der vierten Phase geht es darum, Befreiung zu erlangen. Jetzt seht ihr, hier ist noch ein fünftes Ziel. Dieses fünfte Ziel ist traditionell nicht aufgelistet, wird aber in gewissen Traditionen, speziell in unserer Tradition, auch bezeichnet. Und dieses Ziel ist Bhakti. Bhakti ist Liebe zu Gott. Also bedingungslose, absolute Liebe zu Gott. Und das ist als fünftes Ziel aufgelistet, weil schlussendlich klar dargestellt wird, dass man reine Liebe für Gott nur dann entwickeln kann, wenn man Befreiung erlangt hat, Befreiung von Ich, mir und mein, Befreiung von all seinen Limitationen, Befreiung von all seiner Negativität.
dann kann reine Liebe zu Gott sich entwickeln. Das ist das fünfte Ziel. Okay? Das ist auch in Verbindung mit der Vielfalt, die wir in der Einheit sehen. Bevor ich jetzt abschließe, wir werden in der nächsten, am nächsten Freitag an dieser Vielfalt in der Einheit weitermachen mit weiteren Aspekten, möchte ich noch kurz einen Denkanstoß geben, wo sich das jetzt wieder unterscheidet. Wenn wir uns in der westlichen Welt betrachten, welche Ideen sind ganz stark präsent? Auch in der westlichen Welt gibt es Ziele, die wir verfolgen. In der westlichen Welt sind die Ziele, die man verfolgt, hauptsächlich Artha, Wohlstand, und Karma, Begierden. Die Werte, die gegeben werden, heißen, du sollst viel Wohlstand anhäufen, damit du deine Sinnesfreude, damit du eben ein High Life haben kannst, ein gutes Leben haben kannst. Darum geht's. Was okay ist. Das Problem ist dieses, dass wenn ich in ein gewisses Alter komme, wenn ich in eine gewisse neue Lebensphase komme, in die dritte Lebensphase, wo ich mich eigentlich zurückziehen sollte. Gewisse Menschen gehen an den See oder gehen ans Meer oder haben eine Sommerfrische in den Bergen. Rückzug aus der Gesellschaft und an den gesellschaftlichen Anhaftungen. Wenn ich jedoch jetzt nicht ein höheres Ziel anstrebe, dann bin ich gefangen in einer kleinen, kleinkarierten materiellen Welt und strebe weiterhin nach Wohlstand und Begierden, aber Wohlstand und Begierden werden nie ein Ende nehmen, denn das ist die Natur der Begierden. Wenn ich eine Begierde erfüllt habe, kommt eine neue und es ist immer ein weiter und weiter und weiter Streben. In der altvedischen Tradition ist eben genau das verhindert, indem man, nachdem man die Welt, sich an der Welt erfreut hat, sich auf etwas Ewigliches fokussiert, auf etwas Geistiges fokussiert, was auch in uns drin ist und damit ein neues Ziel entwickelt hat. Oft sind eben Menschen auch im Alter dann in einen Ashram gegangen, haben in ihrer Haushälterzeit Ashrams oder Zufluchtsorte, Kloster unterstützt, um dann in ihren Lebensabend in einem Ashram zu leben und dementsprechend dann auch Menschen mit ihrem Wissen zu unterstützen. Und nicht, nachdem ich jetzt alt bin und nicht mehr aus körperlichen oder sozialen Umständen, weil ich entweder krank bin oder eben nicht die finanziellen Mittel habe oder die materiellen Mittel habe, die Welt zu erforschen. Ja, es ist einfach, etwas ist unausweichlich. Wer es geboren ist, wird sterben. Und in diesem Prozess gibt es Alter und auch Krankheit. Und dementsprechend ist Wohlstand und Begierden immer mehr und mehr reduziert, immer mehr und mehr limitiert. Dementsprechend, wenn ich nicht ein höheres Ziel habe, ein neues Ziel, was jenseits von diesen, von Kränklichkeit, Alter und Tod ist, dann ist Lebenserfüllung so gut wie unmöglich. Deshalb ist es so wichtig, dass diese Ideen von einem spirituellen Ziel in jedem Menschen Fuß fassen. Wie jeder sie angeht, gibt es viele Möglichkeiten. Aber ohne einen spirituellen Reichtum, ohne ein spirituelles Gedankengut, ohne zu denken, dass ich ein spirituelles Wesen bin, nicht dieser Körper. Ich bin ein spirituelles Wesen, ein Atma, eine Seele, das in diesem Körper ist. Wer bin ich und wie kann ich das verwirklichen? Ohne das wird mein Leben notgedrungen
irgendwann in Leiden enden. Das möchte ich nur noch als letzten Punkt hier hinwerfen, warum auch diese sozialen Aspekte so wichtig sind. Ja? Dharma, Rechtschaffenheit, Artha, Kama und Moksha. Gut, in dem Sinne, für heute war das der erste Teil über die Vielfalt in der Einheit. Und wir werden am nächsten Freitag wieder um 18.45 Uhr an diesem Thema weiterarbeiten oder weiter darauf eingehen. Ich hoffe, ihr habt dabei was gelernt. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Vielleicht auch was Inspirierendes für den einen und den anderen. Wie gesagt, feel free, fühlt euch frei, das zu teilen. Diese Videos werden eine Weile online bleiben und es ist ein Dienst, der angeboten wird, damit einfach jeder ein bisschen mehr über dieses universelle, ewigliche Gedankengut Bescheid weiß oder lernen kann und vielleicht auch für sein eigenes Leben, für seinen eigenen Lebensweg etwas davon nehmen kann. Ja, in dem Sinne, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Jai Gurudev.